falls euch interessiert, was gerade in der Jukebox in meinem Kopf abspielt, es ist Blood Sugar Sex Magic von den Red Hot Chili Peppers. Blood Sugar Crazy Sex Magic. She has it. Do you ever name it alive? So, heute ist so ein Wetter, wo ich normalerweise nicht wirklich rausgegangen wäre wahrscheinlich, aber es ist mit der Grund, warum ich bei diesem YouTube-Kanal mitmache. Man hat einfach Motivation rauszugehen und was zu machen. Man hat irgendwie einen Purpose, einen Sinn draußen. Und heute geht es um was. Szenario, das wir so oder so ähnlich schon gehabt haben. Und zwar quatschen wir heute übers Feuer machen. In einer Notsituation. Benjamin hatte das schon probiert, war mehr oder weniger erfolgreich dabei. Und ich bin heute angetreten, um die Ehre der allerletzten Helden wieder herzustellen. Beziehungsweise schauen wir, ob das was wird. Es ist kein Konkurrenzkampf, das Ganze. Ich habe mir nur gedacht, wenn irgendwer was über das Feuermachen erzählen sollte, dann vielleicht der Survival-Spezialist. Also bin ich ja, wenn man davon ausgeht, wer wie viele Videos auf YouTube angeschaut hat. Mehr Qualifikation habe ich auch nicht dazu. Schauen wir mal, ob das was bringt, oder? Was sagt ihr? Und derweil gönnen wir uns dann noch ein bisschen Panorama. Rama. Blood sugar crazy, she has it. Wir sind heute im letzten Refugium für Outlaws in Wien. Ja, jetzt richtig geraten, die Donauinsel. Heute werden wir da unser Experiment starten, eben zum Feuer machen. Ich habe dazu, wie ich euch dann gleich zeigen werde, folgendes Szenario mir überlegt. Und zwar bin ich halt mit dem Rad unterwegs, sagen wir Radurlaub, Fahrradurlaub und habe eine Panne. Es sind weit und breit keine Menschen da und ich bin ein bisschen nass und verschwitzt, mir wird langsam kalt. Es wird bald finster, so wie es der Fall ist. Und das Einzige, was ich mit habe, ist mein Messer und ein bisschen Klopapier oder Taschentücher, sowas auf die Art. Das war's. Und natürlich ein Feuerstein. Ohne dem wird nichts gehen, weil Bowgrill oder sowas habe ich noch nicht gemacht, werde ich auch nicht machen. Ist mir zu mühsam, da kriege ich zu viele Blasen. Jo, schauen wir uns das an. So, und da hinten ist auch schon der Platz, wo wir uns aufhalten werden. Da ist ein Grillplatz und da sollten wir ohne Probleme irgendwie Feuer machen können, weil wir da einerseits ein bisschen windgeschützt sind und andererseits ist dort Betonfläche, da kann ich zu schnell was zum Brennen anfangen. Ich werde noch Wasser vorbereiten. Ich habe einen 10 Liter Wasserkanister mit für den Notfall und ja, und dann gehen wir ein in unser Notfallszenario. Und zwar habe ich mir gedacht, Hypothermie, also Unterkühlung. Wir werden uns einen guten warmen Tee machen und dagegen ankämpfen. Und normalerweise, was wäre noch cool, wenn man dabei hätte, eine Rettungsdecke einfach zum Warmhalten. Habe ich jetzt nicht mit, aber ist ja auch nur das Szenario, um es Feuer machen zu probieren. Das checken wir jetzt aus. Auf der Donauinsel, wie gesagt. Und kleiner Hinweis noch, achtet immer auf eure lokalen Angaben, ob Feuer machen gerade erlaubt ist oder nicht. Und ja, es gibt teilweise horrende Strafen dafür, was komplett nachvollziehbar ist, wenn man sich das anschaut, was jetzt irgendwie gerade passiert ist, von wegen Waldbrand in Österreich und so. Deswegen passt auf und haltet euch an die Vorschriften. Nur so ein kleiner Disclaimer.
Ich gehe jetzt mal Holz sammeln, und zwar trockenes Holz, wenn möglich, das irgendwie entweder am Boden liegt oder tote Äste, die irgendwo von Bäumen runterhängen oder so, kleine Asteln. Nichts Frisches, keinen Baum beschädigen, handelt euch keinen Ärger ein und achtet auf die Natur und euer Umfeld. So, ich habe noch eine Kleinigkeit da zum Szenario. Ich werde mir nicht nur ein kleines Feuerchen machen, einfach nur zum Spaß, zum Wärmen, sondern ich mache mir auch noch einen Tee, und dafür habe ich noch was da, nämlich einen Kelly Kettle nennt sich das, so ein kleiner quasi Hobo-Stoff. Sieht so aus. Ich habe dabei eben gleich eine Feuerschale, und da ist ein doppelwandiger Kanister oder eine Kanne mehr oder weniger. Habe ich auch schon wieder länger nicht benutzt. Wieder ein Grund, warum mir der Kanal taugt. Da fülle ich einfach Wasser ein, und man setzt es dann da einfach drauf, und dadurch wird diese Wand quasi, das doppelwandige, schnell erhitzt. Also das Feuer ist quasi direkt in dem Topf oder in der Kanne, und dadurch wird das Wasser irrsinnig schnell kochen, sobald wir Feuer haben. Und deswegen suche ich jetzt noch Holz. So, bin jetzt mal fertig soweit mit den Vorbereitungen und habe versucht, mich an die Tipps meiner Online-Survival-Gurus zu halten. Hallo Rainer Rossmann, ich erwähne dich mal kurz im Video, weil von dir habe ich mir bisher am meisten angeschaut und taugt mir einfach, was du machst. Und jo, deswegen gleich einmal so ein Leitsatz: beim Holz holen, wenn du glaubst, du hast genug, dann hol noch dreimal so viel. Irgendwie so auf die Art. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, was ich habe, aber zumindest habe ich ein bisschen was geholt. Also, das sind meine Vorbereitungen. Weil wir auf dem Grillplatz sind, hat jemand schon Holzscheite liegen lassen, das ist einmal super. Und ich habe noch ein paar morsche Äste gesammelt. Es hat zu meiner Verteidigung, muss ich sagen, die letzten paar Tage geregnet, und heute ist es einmal trocken wieder. Das heißt, wenn wir mal schauen, das waren Dinge, die halt irgendwie trockene Äste, die am Baum rumgehängt sind. Und da drüben ist das Wasser für Notfall zum Löschen. Da ist jetzt der Feuertopf. Und da, damit es realistisch ist, habe ich vier Messer mit. Das ist vom Messerkönig. Eines meiner Lieblingsdoll-Messer. Das habe ich relativ häufig mit, wenn ich in den Wald gehe, zum Beispiel Bogenschießen oder sowas. Ähnlich wie das Muela. Sind beide ähnlich cool. Wenn man es dann anschaut, tragen auch nicht so dick auf, wenn man es irgendwie eingesteckt hat. Das Moore ist wahrscheinlich das, das ich zum Campen am liebsten nehme eigentlich, weil es leicht ist und klein, und keiner wird einen blöd anschauen mit dem Messer eingesteckt. Und weil es am wenigsten martialisch aussieht. Und das ist irgendwie, ja, Wolfgangs Messer nennt sich das Ganze. Ist so All-in-One-Dings und schaut am ersten martialisch aus. Also hat ein bisschen was von dem Rambo-Messer, was ich mich erinnern kann an meine Jugend, das ich damals gehabt habe. Beziehungsweise mein Bruder und ich haben mich damit gespielt dann immer. Und ist halt eine ganz andere Philosophie. Aber das Praktische ist, da ist gleich der Feuerstein mit dabei, und den werden wir nachher ausprobieren. Genau. So, dann gehen wir es mal an. Benjamin, was mir abgegangen ist bei deinem Versuch, war irgendwie das Zauberwort, das in jedem Video vorkommt. Wir werden das jetzt mal mit dem probieren. Beziehungsweise, nein, wir nehmen einfach unser gängiges Moraniv. Tanzbowl ist das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Das Zauberwort, das in jedem Survival-Video zum Feuermachen vorkommt. Feathersticks. Das heißt, wir gehen da jetzt mal her und versuchen da unsere Locken zu machen. Naja, geht da. Weil das wird unser Zunderempfänger, also unser Spark-Empfänger, wenn wir alles richtig machen, dann sollte unser, also unser Funkennest, sagen wir mal, machen wir mit dem. So, bin nur gespannt, wie feucht oder trocken das Zeug ist da. Weil, wie gesagt, das ist einfach so ein Bodenkling. Ich habe versucht, eins zu nehmen, das irgendwie auf anderen Stücken gelegen ist. Ja, so machen wir das schöne Frohlocken.
Wir sind am Frohlocken. Also beim richtigen Federstick lasst man es halt oben eigentlich, aber ich will da jetzt nicht anfangen zu batonieren, damit ich da irgendwie Stücke runterkriege. Und ich brauche auch eigentlich nicht so ein großes Stück, weil das da nicht wirklich reinpasst. Deswegen werden wir einfach mal so die Locken sammeln. Vielleicht, ich werde es mal einfach nur mit Holzlocken und Ästen probieren. Wenn das nichts wird, dann schummeln wir ein bisschen und nehmen uns quasi die Fasern vom Klopapier noch. Schauen wir uns das dann an. Aber der Erstversuch ist mal nur mit Holz und Feuer, Stein und Messer. Also ich muss sagen, ja, ich mag das Kanzbol. Das ist wirklich super für sowas. Geht echt gut. Ah, vielleicht den direkten Vergleich, das habe ich eh noch nie gehabt. Normalerweise nehme ich ein Messer mit auf meine Ausflüge und das war's. Schauen wir uns das mal an, wie das eben zum Beispiel mit dem Wolfgangsmesser geht. Und dann hätten wir gleich alles in einem. Mit Schlaufe hinten dran. Klassischen G10 Griff halt und D2 Stahl. War nicht zu teuer, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube so um die 80 Euro oder so ist das Ding. Und schaut halt martialisch aus. Ja, da hinten mit der Rille. Die Kante ist gar nicht so schlecht, glaube ich, für den Feuerstahl dann. Aber das werden wir uns eher anschauen. Naja. Naja, naja, geht gar nicht mal so schlecht. Fühlt sich komplett anders an als das Kanzbol. Aber es will nicht so ins Holz rein, aber dafür macht es echt so super schöne kleine Spiralen. Was gar nicht so blöd ist, vielleicht fürs Feuer machen, glaube ich. Wichtig ist, dass viel Oberfläche da ist, damit sich das schnell mit Sauerstoff rundherum verbinden kann. Und dann super zum die. Bisschen mühsamer, aber die Curls sind nicht schlecht. Drehen wir mal um das Holz. Naja. Ich glaube, ich habe das einmal nachgeschliffen bisher. Und es tut, ich muss sagen, es tut ein bisschen weh, wenn ich es so nehme, dass ich gut curlen, also dass ich gut schnitzen kann. Da hinten hat man auch noch das Chimping da drin. Also ja. Kanzbol ist halt wirklich für meine Luxushände gemacht. So, und wenn man die Technik ändert, geht eigentlich gar nicht so übel. So, von dem haben wir noch was rein da in unser Glutnest dann. Ja, oh ja, man muss mehr mit dem Part arbeiten. So geht's gut. Schauen wir uns das nächste an. Da habe ich mir mittlerweile halt so eine kleine Schlaufe gebastelt. Das ist das Muella Rhino. Rhino, das war eins der ersten, die ich gehabt habe, Fixblades. Und ja, die Schlaufe habe ich mir gemacht, weil ich irgendwann einmal Holzhacken war mit dem Ding und haben wir dann fast den Finger geschnitten. Also es ist mir auskommen halb. Und dann haben wir gedacht, na, da sollte man was dagegen machen. Seitdem habe ich diese Schlaufe dran. Ein bisschen eng, aber ich muss noch richtig ein. So ist gescheiter. Genau, so sitzt es genau.
Ich habe noch nie so einen direkten Vergleich gemacht. Das ist recht interessant. Ist halt mit einem Olivenholzgriff oder sowas. Ich wollte unbedingt einen Naturholzgriff und liegt wirklich super geschmeidig in der Hand. Nicht cool. Klinge und Beton. Okay, wir haben Besuch bekommen. Der Mogel, der hat ein Feuerzeug dabei. Ja, der Klingenrücken ist bei dem, habe ich hier schon verwendet für den Feuerstahl und ist einigermaßen gegangen. Das Überraschende war nur, dass der Klingenrücken, also der Feuerstahl quasi seine Spuren hinterlassen hat. Nämlich nicht nur feuertechnisch, sondern Stahl hat sich ein bisschen an den Kanten. So, und jetzt noch mein absolutes Lieblingsmesser. Vom Messerkönig in Wien, 15. Bezirk. Das ist die Eigenmarke, die sie haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Das ist auf jeden Fall die Light-Variante. Habe ich seit einiger Zeit jetzt. Und liegt einfach wirklich supi-dupi in der Hand. Dieser kleine Schneidteufel. Ich muss sagen, die Federsticks sind bisher am besten eigentlich mit dem Kantspol gegangen. Schauen wir mal, dass wir noch eine schöne Karte haben. Naja, langsam schaut es aus wie in einer Tischlerei. Ganze feine Zeug da. Alles rein damit, dass alles gut fürs Feuer machen. So, wenn das kein Erfolg wird, dann muss ich echt jemand, der vorbeigeht, fragen um Holz, um ein Feuerzeug oder sowas, weil langsam wird es echt kalt. Direkten Vergleich zwischen dem und dem Kanzpol. Ah, das liegt immer so sexy in der Hand. Ja, ist eindeutig der Gewinner, hätte ich gesagt. So. Das ist, glaube ich, von denen auch das billigste. Nur so nebenbei. Gut. Okay. Wenn wir gleich dabei bleiben, weil ich glaube, das ist auch das mit der schärfsten Kante. So schaut das jetzt aus einmal. Gut. Was ich noch mache, ist einmal da vorbereiten schon die Kanne. Da kommt einmal das Wasser rein. Da habe ich jetzt reines Trinkwasser, einfach aus der Leitung da
von daheim mitgenommen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube ein Dreiviertel Liter füllt man rein dann ungefähr. Mir reicht ein bisschen was, dass ich einen Tee machen kann. Das heißt, ja, ist eh. Halber Liter ungefähr haben wir jetzt genommen. Da ist der Schubnick. Genau, steht eh drauf, ich hätte es jetzt fast wieder gemacht. Muss ich dann, wenn ich den Kessel aufs Feuer stelle, darf ich nicht vergessen, den Stöpsel rauszuziehen, sonst fetzt es den einfach voll raus. Weil das Ding natürlich unter Druck dann steht. Deswegen lassen wir den mal so halb nur drin, dass kein Staub reinkommt, bis wir unser Feuer haben. Wer weiß, wie lange das dauert. Gut, ich werde mal da. Die packen wir mal weg da alle. Und Feuerstahl rausnehmen. Ich habe zwei mit. Ich muss noch einen zweiten finden. Ah, da haben wir ihn. Erkennt ihn irgendwer? Von den Hobby-Survivalisten, von was der sein könnte. Ich gebe es zu, auch ich habe den Fehler gemacht. Wobei Fehler, es ist eh ein lustiges Messer, sage ich mal. Ich habe mir dieses Gerber-Messer gekauft. Und ist natürlich grober Pfusch, aber ein paar Sachen, die dabei sind. Also im Prinzip, es ist wie mit vielen Sachen heutzutage, die Ideen, die dahinter stecken, sind nicht schlecht. Aber die Umsetzung ist halt wie bei Made in China Produkten oder sowas auf die Art. Also es wäre was zum Klingenschärfen dabei. Es gibt den Feuerstahl, es gibt irgendwie Anleitung für Überlebensdinger und so. Also die Ideen sind nicht schlecht, aber die Umsetzung ist halt kacke. Wurscht. Was ich an dem mag, was man lieber ist als an dem, ich meine, der ist von Packmaß her kleiner, kann man schnell einstecken und man hat einen Notfallpfeifer dabei, bei dem auch, ist, dass man mit dem die Klinge, das Messer ruhig lässt und den Feuerstahl anreißt. Und das ist eigentlich die coolere Methode, glaube ich, was ich so mitgekriegt habe. Und das werden wir jetzt alles ausprobieren. Also wir nehmen das Zeug daher, vielleicht ein bisschen weg von der Kamera, dass man die nicht schmilzt. So, da ist einiges da. Tun wir da noch meine Hölzerl herrichten. Ich der Größe nach geordnet habe, weil ich ja Jungfrau im Sternzeichen bin, deswegen muss alles seine Ordnung haben. So. Okay. Und was noch so ein kleines Geheimnis ist, was man durch Probieren vielleicht irgendwie drauf kommt. Naja, das ist jetzt ein bisschen blöder. Na gut, schauen wir mal. Ist nämlich, was der Benjamin nicht gemacht hat, er hat immer nur einmal angerissen und das war's. Ich werde das dann nutzen. Ja, vielleicht kann man da irgendwie eine kleine Regel machen. Das, weil da ist eine kleine Ebene. So, genau. Und da werden wir jetzt mal ein bisschen Magnesium schon mal runterstreichen, einfach nur. Nicht gleich Funken schlagen. Jetzt haben wir es ein bisschen wackelig aufeinander. Das wollen wir natürlich nicht haben in Wirklichkeit. So, jetzt habe ich es gut. Also da vorsichtig schon Magnesium runter. Kommt da was?
dass wenn wir dann den Funken draufbringen, sich das gleich mitentzündet und dann hat man vielleicht eine größere Chance. Wie gesagt, das ist alles jetzt kein Konkurrenzkampf oder so, sondern es ist einfach nur ein Versuchen, da gemeinsam auf was drauf zu kommen. Nur halt zeitversetzt, weil wir nicht am gleichen Ort sind. So, jetzt haben wir da ein bisschen was dazu. Wir halten unseren reines Regel. Wenn du glaubst, du hast genug, dann mach noch dreimal so viel. So, es gibt da gleich Barbecue dann. Okay, und jetzt reiben wir eben nicht das Messer drüber, sondern wir ziehen den Feuerstahl zurück. Schauen wir mal. Ja, kurz haben wir schon Funken gehabt. Der muss halt nur da drin noch landen. Ah, funky, funky. Funky. Ja. Naja, der Krisi, der Klugscheißer. Geht doch. So. Mal die Schutzschicht runterreiben, also am Anfang nicht gleich frustriert sein, da ist ein bisschen eine Schutzschicht drauf. No. Na, ohne Holz wird nichts kommen. Braucht dann noch ein bisschen was von dem ganz feinen Zeug. Okay. Hui. Gut, wir werden ein bisschen schummeln, wir nehmen das Klopapier. Zellulose. Das soll brennen wie Zellulose halt so brennt. Vor allem gehen wir her und reißen da die Fasern auf. So. Das kleine mischen wir das da drunter. So, okay. Viele kleine Fasern, den Rest haben wir da gleich rein. Mischen das unter die Holzspäne. So, let's try this again. Let's try this out. Ja. Wir reiben wieder ein bisschen was runter. Magnesium. Ich weiß eigentlich nicht, wie lange man so einen Zundestab, Magnesiumstab verwenden kann. Ob der bis zum Kern quasi Material enthält oder ob das nur
an der Oberfläche ein bisschen was ist oder so. Mal, ja. Schauen wir mal, ob das jetzt. Ja. Ist Sprint. So, jetzt füttern. Mit den kleinsten Ästeln, die wir haben. Ja, also ein bisschen Zivilisation braucht man. Ich zumindest. Kann man schon zur Stufe 2 gehen bei den Ästen. Es raucht und raucht. Wie gesagt, das war ein bisschen feucht die letzten paar Tage. Mama, ich habe Feuer gemacht. Und wir stellen gleich unseren Wassertopf drauf. Und dann zieht das Ganze nämlich auch wie ein Ofenrohr. Hilft ein bisschen. Ich habe da jetzt da unten noch das Loch. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da kann man das Ganze noch füttern. So, dann haben wir was von oben auch ein bisschen was rein. Uha! Schauen, dass das nicht ausgeht. Ja, mit dem Klopapier war es okay. Ohne wäre ich aufgeschmissen gewesen. Also, was lernen wir draus? Immer was zum Scheißen mitnehmen. So. Back. Oh Mann. Also ich habe jetzt, glaube ich, 30 Sekunden lang oder sowas die Kamera kurz ausgeschalten, weil ich es hinten irgendwo dagegen geschlagen habe. Dann wollten wir schauen, ob alles in Ordnung ist. Aber ihr habt es fast in Echtzeit jetzt mitbekommen, das Wasser ist bereits am Sieden. Muss man sich vorstellen. Also ich liebe diesen Kelly Kettle. So, jetzt sieht man da auch ein bisschen was. Jo, also ich hätte mal gesagt, Notfallszenario überstanden mit Messer, Feuerstein und Klopapier. Ganz wichtig, das allerletzte. Sonst weiß ich nicht, wie die Geschichte ausgegangen wäre. Außerdem, was mache ich dann, wenn mich ein gewisser Drang überkommt? Wenn ich das nicht dabei habe. Naja. Da werden wir noch kurz was vorbereiten. Ich habe einen, was ist das? Charity Mate Boost. Cool. Na, bis zum regelnden Kochen dauert scheinbar da noch ein bisschen. So, mir reicht das jetzt. Ofen wir den abnehmen. Und vorsichtig anschauen. Also, ich werde jetzt hier noch ein bisschen sitzen, meinen Tee genießen und warten, bis die Sonne untergeht. Und dann gemütlich heimfahren. Aber vorher noch warten, bis die Glut runtergebrannt ist. Das dann irgendwo mit Wasser noch abschütten und. Was führst du auf, du Kamera? Mit Wasser dann noch ableeren, damit ja kein Glutnest mehr über ist. Und dann gemütlich heimfahren. Cheers! Probe bestanden. Zu 100%. Mit Klopapier. So, wir kommen zum Conclusio. Hat alles funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe?
mit der Hilfe von Bear Grylls, seinem Messer, sorry, mit den Tipps von Rainer Rossmann, danke, und etwas Globerbier. Und noch ein Conclusio, manchmal ist nicht unbedingt das teuerste Messer das Beste, sondern ja, in dem Fall war es jetzt das Ganzbol, das einfach fürs Locken machen am besten war, also für einen Featherstick quasi, und auch der Klingenrücken einfach super scharf und genial, ohne dass man irgendwas nachschärfen hätte müssen. Man kann das mit jedem anderen Messer auch nachschärfen, nur wenn man wie ich sonst in der Wohnung daheim ist und keine Werkstatt hat oder irgendwie einen Keller, wo man da rumbasteln kann, ist cool, wenn die Sachen gleich ab Werk irgendwie so funktionieren. Und nochmal an einen Benji, kein böses Blut oder so, nur ich habe mir gedacht, wenn du ein Feuermach-Video ohne dem Zauberwort Featherstick machst oder so, da stimmt was nicht. Nix für ungut. Passt. Man sieht sich entweder in Real Life, online oder sonst irgendwie. Liked, subscribed, kommentiert, tauscht euch aus mit uns in der Community. Wir schauen, dass wir eine gründen, eine Community, und das aufbauen langsam. Also, dranbleiben. Die allerletzten Helden. Let's try this out. Einfach cool da in Wien.